Hey ihr Pandas und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute weiß ich nicht, was wir machen. Wir werden einfach ein bisschen questen und vielleicht auch noch das Seelenrad zusammen machen. Und ihr könnt sehen, ich bin mit dem zweiten Account von Stephanie Undercake befreundet und mit Mira Panda-Stil. So toll, ich war gerade im Stream, der ist leider abgestürzt. Ja, da hinten läuft sie auch. Ich befinde mich auf Server 10 und ich muss noch schnell die Jute da einsammeln. Oh ja, wir werden jetzt zum Landgut fahren, weil ich habe da eine Quest. Die muss ich noch machen. Nämlich, ich bin jetzt bewundert beim Gärtner. Und es ist mega. Ich bin auch gespannt, weil ich glaube, ich werde hier auch so Stimmeffekte einfügen. Ob YouTube mein Video dann wieder mit Kommentaren freigibt. Oder nicht. Ja, also wenn jetzt die Kommentare hier nicht freigegeben sind, lade ich ein kurzes Video hoch, wo irgendwas, keine Ahnung, steht vielleicht mit, hier könnt ihr kommentieren oder so. Da könnt ihr gerne eure Kommentare, was ihr jetzt hier nicht drunter kommentieren könnt, unter das andere kommentieren. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und ich muss sagen, das Video in meinem Dialekt ist erstaunlich gut angekommen, Part 1 von der Rennstrecke der Baroness. Da habe ich jetzt in 2 Tagen schon 70 Aufrufe. So cool. Mehr als ich Abonnenten habe. Das ist einfach... Oh, wir bekommen wieder was. Schon wieder. Ich habe gerade erst noch so ein Rosending bekommen. Leider nächste Woche kommt ja das Reitsportfestival raus. Ich freue mich schon so drauf. Aber es kommen ja neue Pferde. Und ich kann mir nur eines davon kaufen. Weil ich will unbedingt den einen, den Andalusia, weil ich glaube, der kommt auch. Und so ein neues EVB, aber ich habe einfach keine Starcoins dafür. Und ich will mir halt unbedingt sowas kaufen. Ich will mir unbedingt beide kaufen, aber es geht einfach nicht, weil ich so wenig Starcoins habe. Das ist voll schade. Weil ich finde, ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein von dem einen EVB. Und jetzt noch ein Bild von dem anderen EVB, was ich auch super schön finde. Und dann noch, wenn ich eins finde von dem Yorkshire Open House, von dem Andalusia, blende ich euch auch noch ein. Ja, das sind jetzt die, wo ich sehr schön finde. Und ich will mir eins von den EVBs kaufen, aber der Andalusia, da warte ich schon ewig drauf. Aber ich kann es mir halt nicht kaufen, wenn ich mir auch noch den Ander kaufen will. Und das ist halt richtig, richtig schade. Einmal fliegende Blumen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie schön! Ich weiß noch, wo ich hier angefangen habe. Und dann war ich voll happy, wo das so schön war und dann das hier so schön. Ja, dann habe ich hier jetzt offiziell die Quest abgeschlossen. Ich kann es euch hier noch zeigen. Bewundert und ich feiere es. Ich finde das hier so das am schönsten einfach. Ja, ich habe jetzt hier leider schon ein bisschen Seelenreiten gemacht. Aber wir können ja trotzdem mal hinfahren. Angekommen beim Druiden, Reiten, Training, was weiß ich. Hier 38.500 Punkte. Wir machen jetzt noch das richtige Symbol wählen. Let's go. Whee. Ach ja, und das mit dem Umstyling läuft immer noch. Also ihr könnt mich immer noch gerne auf Insta anschreiben, wegen dem Umstyling, wenn ihr wollt. Weil da habe ich jetzt noch kein Video in Arbeit oder so. Ja. Könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr ein Umstyling wollt oder nicht. Halt nur anschreiben, wenn ihr eins wollt, ja. Ich blende euch jetzt hier auch meinen Insta-Name noch ein. So, ich bin jetzt hier fertig. Und eine Frage habe ich noch an euch, nämlich soll ich... Warte mal, zuerst das da. Soll ich mal beim Clubtreffen mitfilmen? Das heißt, wir haben heute Clubtreffen. Und ich verlinke euch jetzt mal den YouTube-Kanal von der Clubleiterin von Kiwi. Liebe Grüße gehen raus an dich. Sie hat nämlich auch YouTube. Eigentlich gehen Grüße raus an meinen ganzen Club, weil ich bin so dankbar, dass ich da drinnen sein darf. Der ist so toll und alle sind so sympathisch.
Im Falle ihr euch wundert, warum ich nie mein Intro einfüge, ich will es überarbeiten und vergesse es auch immer einzufügen. Also ja, ich bearbeite bald mal mein Intro. Okay, jetzt sind einfach alle von der Gruppe raus. Ja, also das mit dem Intro ist jetzt halt so, weil die Musik finde ich komisch und ein paar Szenen auch und die Übergänge so. Das will ich einfach ein bisschen überarbeiten. Es wird nicht neu gemacht, es wird nur überarbeitet. Also die, wo Ronja Jewelfeather dabei ist und Chantal Mystery Arm, die bleiben die Szenen. Also da, wo ich halt zu zweit bin oder sogar zu dritt, aber ich glaube, ich bin nur zu zweit. Wie gesagt, also ich will nur überarbeiten und das wird nicht ganz neu gemacht. Leute, soll ich mal ein Video mit der lieben Fiona Pretty Cage aufnehmen? Das heißt, sie ist dann auch im Video. Leute, wie knapp war das? Wie knapp war das? Verfolgt mich das Ding jetzt? Ja, es verfolgt mich. Ah, Hilfe! Wer verschwinden sie? Nein, nicht du. Okay, Leute, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wir haben es geschafft. Juhu, wir haben es geschafft. Juhu, wir haben es geschafft. Juhu. Oh, er ist so süß, der kleine Fuchs. Zur Koppel zurückkehren, weil wir machen jetzt nochmal eine Aufgabe. Nämlich ihr Lichter sammeln. Let's fetz. Okay, Leute, wir sind da. Wir müssen jetzt 40 Stück von den Teilen hier sammeln. Aussieht, werden keine Shopping Sprees mehr kommen dieses Jahr, weil wie gesagt, Star Coins leiden und ich glaube, das wird auch nichts mehr mit Star Coins kaufen, leider. So, jetzt brauche ich noch zwei. Hier ist eins, wenn das es nicht abhaut. Ja, und hier sind noch zwei. 39.200 Punkte! Yippie! Ach ja, ich blende euch noch meinen Discord-Namen hier oben irgendwo ein. Dann könnt ihr mir doch gerne auch eine FA schicken. Und dann können wir vielleicht auch mal ein Community-Projekt machen, wo mehrere in einem Video sind. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da und einen Daumen nach oben. Bis bald. Bye.